Wale sind die größten Lebewesen unserer Erde. Sie faszinieren die Menschen seit Jahrhunderten mit ihrer Größe, ihrem Intellekt und ihrem sozialen Verhalten. Obwohl sie im Meer leben, haben Wale tatsächlich viele Gemeinsamkeiten mit uns Menschen, wie beispielsweise die Fähigkeit zur komplexen Kommunikation. Diese Begeisterung für die gigantischen Tiere teilte auch Anne Hauser, eine australische Meeresbiologin. Sie konnte nicht ahnen, welch unglaubliche Begegnung sie eines Tages mit einem Buckelwal haben sollte. Sie geriet zunächst in Panik, bis sie den schockierenden Grund erkannte. Bereits im Kindesalter war Anne von der Weite des Ozeans und der Schönheit der blauen Szenerie fasziniert. Sie liebte den Ozean so sehr, dass sie schon in jungen Jahren beschloss, eine Karriere in der Meeresbiologie einzuschlagen. Sobald sie schwimmen konnte, verbrachte sie die meiste Zeit am Strand. Ihre Großmutter pflegte es zu sagen: "Pass auf, dass du nicht von einem Wal verschluckt wirst." Aufgrund ihrer Liebe zum Ozean und allem, was darin vorkommt, war es für ihre Familie keine Überraschung, als sie ihnen verkündete, dass sie aufs College gehen würde, um Meeresbiologie zu studieren. Anne wurde Meeresbiologin und verbrachte ihr Leben mit der Erforschung und Beobachtung von Meerestieren, insbesondere von Walen und Delfinen. 28 Jahre lang nahm sie an unzähligen Tauchgängen auf den Cookinseln und auf den Bahamas teil und wurde zu einer Expertin auf ihrem Gebiet. Eines sonnigen Nachmittags tauchte sie in den Gewässern um die Cookinseln. Sie war gemeinsam mit einem anderen Taucher im Wasser. Ihr Tauchpartner filmte und nahm alles auf Kamera auf, was danach geschah. Der Rest der Crew war auf dem Boot. Zunächst verlief alles wie gewohnt und Anne genoss die Zeit im Wasser. Doch dieser Moment der Ruhe währte nicht lange. Etwas kam auf sie zugeschwommen. Und das sehr schnell. Wenige Augenblicke nach dem Schnorcheln, bemerkte sie einen Schatten, der hinter ihr auftauchte. Zuerst konnte sie nicht erkennen, was es war. Doch als er näher kam, konnte sie sehen, dass es ein Buckelwal war. Sie erwartete, dass er an ihr vorbeischwimmen würde, und war überrascht zu sehen, wie er auf sie zusteuerte. Im Laufe der Jahre hatte die Frau die Menschen über die Gefahren des Kontakts mit Walen aufgeklärt. Sie war so schockiert, dass dieser Buckelwal den Kontakt mit ihr aufnahm, dass sie begann, die Interaktion aufzuzeichnen. Anne war überrascht, aber nicht beunruhigt. Sie war es gewohnt, Wale zu sehen, und hatte sie fast ihr ganzes Leben lang studiert. Es war nicht das erste Mal, dass sie mit ihnen schwamm. Sie wusste, dass sie ruhig bleiben und nichts tun sollte, um den Wal zu erschrecken. Genau das tat sie und achtete auch darauf, dass sie mit dem Wal Augenkontakt hielt. Dieser riesige Buckelwal verhielt sich jedoch ungewöhnlich. Er stupste sie immer wieder mit seinem Maul an. Dann begann er, um sie herum zu schwimmen. Solch eine Situation war auch für die erfahrene Biologin neu. Und es sollte noch schockierender werden. Der Buckelwal hob sie auf seinen Kopf und zog sie an die Wasseroberfläche, während er nach Luft schnappte. In wenigen Sekunden war sie wieder unten im Wasser und versuchte, zu ihrem Boot und ihrer Mannschaft zu schwimmen. Aber der Buckelwal drängte sie immer weiter von ihrem Boot weg. Die Crew hatte Angst um sie und hörte sogar mit den Aufnahmen auf, denn sie befürchteten, dass dies ihre letzten Momente waren und sie wollten das nicht auf Kamera aufzeichnen. Der Buckelwal trug sie etwa 2 Minuten lang auf seinem Kopf und versuchte dann, sie unter seine Brustflosse zu nehmen. In diesem Moment begann Anne um ihr Leben zu fürchten. Sie versuchte, zu ihrem Boot zu schwimmen, aber der Wal stieß sie immer wieder von sich weg. Das Stoßen war schmerzhaft. Sie hatte Angst um ihr Leben. Während sie mit dem Wal kämpfte, sah sie ein paar Meilen entfernt einen zweiten Wal, der mit der Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche schlug. Dann kam der Taucherin der düstere Gedanke, dass dies ihr letzter Tag sein könnte. Sie konnte kaum mit einem Wal mithalten. Wie sollte sie da mit 2 riesigen Walen fertig werden? Die Worte ihrer Großmutter klangen ihr immer wieder in den Ohren. Und sie begann zu denken, dass sie auf die vielen Warnungen ihrer Familie hätte hören sollen. Der Ozean ist wahrlich kein Ort, den man sein Zuhause nennen kann, dachte sie traurig. Wale sind dafür bekannt, den Kontakt mit Menschen zu meiden. Warum sollte das hier anders sein? Sie geriet in Panik, als sie einen weiteren Wal erblickte. Doch dieser bewegte seinen Schwanz von einer Seite zur anderen, anstatt auf und ab, was für Wale typisch ist. Dann machte es Klick in Annes Kopf. Es war ein Hai. Aber nicht irgendein Hai. Es handelte sich um einen riesigen Tigerhai. Er war schätzungsweise 5 Meter lang und etwa 1 Tonne schwer. Tigerhaie gehören zu den tödlichsten Haien der Erde. Gleich nach dem großen weißen Hai. Im Gegensatz zu den meisten Haien, die nur einen einzigen Biss von ihren Opfern nehmen, um festzustellen, ob sie es wert sind, gegessen zu werden oder nicht, ist der Tigerhai für seinen gefräßigen Appetit bekannt und seine besondere Aggressivität gegenüber Menschen. Er ist der Schrecken eines jeden Tauchers. Dies war der größte Tigerhai, den sie je gesehen hatte. Und er stürmte direkt auf sie zu. Sie wusste, dass sie um ihr Leben schwimmen musste. Es spielte keine Rolle, dass sie in den letzten Minuten von einem Wal herumgeschubst worden war und sie am ganzen Körper Schmerzen hatte. Sie wollte den Tag nicht im Bauch eines Hais beenden. Sie und ihr Partner schwammen so schnell sie konnten zu ihrem Boot und schauten dabei immer wieder über ihren Rücken. Wie groß waren die Chancen, dass sie ihr Boot erreichten, bevor der Hai sie einholte?
Nachdem sie von den anderen Crewmitgliedern hochgezogen wurde, war sie dankbar, dass sie diese Begegnung überlebt hatte. Als sie auf dem Rücken lag und die Augen zur Sonne richtete, wurde sie aufgerüttelt. Plötzlich wurde ihr klar, was geschehen war. Sie verstand, was der Buckelwal die ganze Zeit versucht hatte. Sie konnte es nicht glauben. Er wollte sie vor dem Hai warnen. Ein Wal hatte ihr gerade das Leben gerettet. An diesem Punkt begann sie zu weinen. Bald darauf kam der Buckelwal ganz nah an ihr Boot heran und spritzte Wasser aus seinem Blasrohr und entschrie unter Tränen zurück: "Ich liebe dich auch." Die Mannschaft jubelte, als der Wal wieder unter Wasser tauchte. Es war ein ereignisreicher Tag für sie alle gewesen. Die Taucherin konnte nicht begreifen, was ihr passiert war. Doch tatsächlich gibt es für diesen Vorfall eine wissenschaftliche Erklärung. Als Experten von dem Vorfall erfuhren, schrieben sie dieses Verhalten dem Altruismus zu, den Buckelwale manchmal an den Tag legen. Diese Art von Walen sind dafür bekannt, andere Meerestiere vor vermeintlichen Bedrohungen zu schützen, auch wenn sie dabei Gefahr laufen, selbst zu Schaden zu kommen. Sie hatten diesen Schutztrieb auf N ausgedehnt. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Eine ebenso unglaubliche Geschichte erlebte eine Gruppe von Fischern. Sie entdeckten im Wasser einen riesigen weißen Hai. Du wirst nicht glauben, was sich darin befand.